Bei uns ist unser Neuzugang Alex Neuenberger. Nolle, erstes Spiel hier für dich im neuen Trikot, im FCM-Trikot. Erfolgreich auch, 14:0 am Ende. Wie war es für dich? Ich habe es sehr genossen. War für mich jetzt ein besonderes Spiel, das erste Testspiel. Wir haben noch viel vor. Ich denke, das war ein guter erster Test. Jetzt sind wir drin. Jetzt gilt es in den nächsten Spielen einfach an unseren Zielen zu arbeiten. Und dann freue ich mich auf die Vorbereitung und auf die Saison. Wie waren so deine ersten Eindrücke jetzt beim neuen Verein, die ersten Tage? Ja. Er hat mir total Spaß gemacht. Das ist was ganz anderes als meine Station davor. Aber genau, das ist genau das, was ich wollte. Und ich freue mich einfach drauf. Ja. Und auch so mit den neuen Teamkollegen schon mal gesehen, auch in der Offensive, gerade auch in der zweiten Hälfte, lief schon ganz rund. Ja, das sind natürlich sehr gute Jungs und ich versuche mich da zu integrieren. Und das hat jetzt fürs Erste ganz gut geklappt. Und so muss es weitergehen. Letzte Frage dann nochmal, jetzt auch toller Rahmen, hier mehr als 2000 Zuschauer, ist es dann auch gerade so, du hast ja auch schon ein bisschen was erlebt so in deiner Karriere, dann genau das, was den Fußballern eigentlich auch ausmacht, gerade in der Vorbereitung, aber dass man solche Spiele dann auch eben hat, dass man dann wirklich auch bei den Leuten ist? Ja, ich finde das schon was Besonderes, ja. Das ist ein Testspiel gegen einen Partnerverein und trotzdem sind so viele Zuschauer da, das muss man schon anerkennen, also super, super Fans, ja, aber das habe ich ja schon gehört, deshalb freue ich mich dann auch auf die großen Spiele. Alles klar, Nolle. Dann erstmal vielen Dank und komm weiter gut an. Gute Vorbereitung natürlich. Dankeschön. Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, Auftakt hier, Vorbereitung, erstes Testspiel bei unserem Partnerverein in Zerbst. 14:0 am Ende. Schönes Drumherum, mehr als 2000 Zuschauer. Ein paar Worte von dir auch zu diesem Spiel, sportlich und vom Drumherum auch insgesamt. Ja, für uns war es ein guter Auftakt, einfach für die Jungs auch wieder reinzukommen in den Spielrhythmus, die neuen Spieler sie zu integrieren und haben das jetzt auch wirklich die Jungs vernünftig gemacht über die Spielzeit. Vom Rahmen hier natürlich sehr viele Zuschauer da, vom Verein auch wirklich gut organisiert und dann natürlich auch schön, wie viele Kinder hier vor allen Dingen da sind, die eine große Freude haben. Es ist das, was so den Fußballer noch wirklich ausmacht und dass es sich auch zeigt, wie wichtig das ist, dann eben wirklich zu den Vereinen direkt in die Region zu gehen? Ja, das hier ist ja Fußball wirklich zum Anfassen, was wir auch wichtig sind, denn der Fußball ist ja für alle da und wie die Menschen hier auch auf uns zugehen, aber wir es ja auch zulassen, ganz bewusst, weil wir wissen, wie wichtig das ist und auch übrigens schön, man führt viele Gespräche und vor allen Dingen hat man viele leuchtende Kinderaugen. Unabhängig jetzt auch von dem qualitativen Unterschied, was die Ligen betrifft, hat man gemerkt, dass die Jungs nicht nachgelassen haben. Sie sind immer weiter angerannt, wollen immer mehr Tore erzielen. Ist es das, wie du es dir auch vorstellst, unabhängig jetzt auch, wie der Gegner ausschaut? Ja, also es war natürlich ein kleiner Wermutstropfen am Anfang, da haben wir ein bisschen was zugelassen. Dann waren wir aber gut drin und hätten jetzt sogar noch, haben wirklich noch viel liegen lassen. Aber es war wichtig, diese Gier, Tore erzielen zu wollen und dann auch konsequent zu verteidigen. Ein Wort, auch wenn es jetzt erst ein paar Tage sind, aber natürlich auch zu den Neuzugängen. Wie haben sie sich bisher zurechtgefunden, auch von neben dem Rasen? Sehr gut, aber man muss auch wirklich sagen, dass die Jungs bei uns wirklich die neuen Spieler sehr, sehr gut aufnehmen. Aber auch die Neuen sich direkt integrieren möchten, sich sehr gut im Training einbringen. Aber es ist ein erster Schritt, sondern natürlich, dass wir den Prozess auch langfristig und schnell hinbekommen. Alles klar, Trainer. Dann erstmal vielen Dank. Am Samstag geht es weiter beim nächsten Partnerverein in Westerhausen. Danke. Danke euch auch noch eine gute Woche.